Kurz vor Weihnachten geht unser Blick nach Bethlehem. Dort erinnert eine uralte Kirche an die Geburt von Jesus. Ganz viele Menschen pilgern hierher und vertrauen sich dem Jesuskind an. Sie steigen runter in die enge Geburtsgrotte und spüren bis heute, wie bedürftig wir Menschen sind, angewiesen auf Fürsorge, Freundschaft, Frieden. Auch ich wollte im vergangenen Oktober nach Bethlehem reisen, in die Geburtsgrotte pilgern und vor allem das Kinderspital in Bethlehem besuchen, das heuer sein 70-jähriges Jubiläum feiert. Jedes Jahr werden hier an die 50.000 Kinder behandelt, in einem politisch und gesellschaftlich sehr schwierigen Umfeld. Doch wenige Tage bevor ich abreisen wollte, eskalierten Terror und Krieg in Israel und Palästina. Die Jubiläumsfeierlichkeiten des Kinderspitals mussten leider abgesagt werden. Doch zum Glück arbeitet das Spital mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter. Und zwar unter noch schwierigeren Bedingungen. Alle Babys und Kinder, die eingeliefert werden, sind willkommen und werden behandelt. Wenn nötig, auch in guter Zusammenarbeit mit Spitälern in Israel. So zeigt das Caritas Baby Hospital Tag für Tag, dass Menschlichkeit und dass Frieden möglich sind, wenn man nur will. Genau dafür wurde das Kinderspital ja in Bethlehem gegründet, damit Friede sei. Jedes neugeborene Kind zeigt uns, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Am Anfang unseres Lebens, am Ende oft wieder und in den Jahren dazwischen. Jeder Mensch hat eine göttliche Würde. Jeder Mensch ist Geschöpf und Abbild Gottes. Jeder Mensch kann für andere einstehen und die Menschlichkeit und Liebe schenken, derer wir alle bedürfen. Nicht weit von unserer Kathedrale in Solothurn entfernt, steht auf freiem Feld in Zelzach eine kleine Kapelle. Sie ist noch kleiner als die Geburtsgrotte von Jesus. Hier steht das ganze Jahr über eine Krippe. Sie zeigt uns, dass Gott selbst in Jesus zu uns Menschen kommt und uns Menschlichkeit schenkt. Denn für diese Menschlichkeit und für die Menschenliebe Gottes steht die Geburt von Jesus. Gott kommt nicht mit Pauken und Trompeten, nicht mit Armeen und nicht mit Macht, sondern er kommt als kleines Kind, bedroht von Hunger und Kälte und Krieg. Als verletzliches Kind kommt Gott in diese Welt. Genau diese Verletzlichkeit öffnet uns den Weg zu Gott. Denn sie zeigt uns, dass es gut ist, fürsorglich zu sein, Vertrauen aufeinander zu haben, füreinander einzustehen, menschlich zu sein. Und mit Gottes Hilfe öffnet sich dadurch der Himmel auf Erden. Dann werden wir zu Menschen, die an der Sehnsucht Gottes für diese Welt mitarbeiten, an einer Welt, die Frieden will und Frieden stiftet. An einer Welt, in der Versöhnung kein Fremdwort bleibt, sondern wächst und sich ausbreitet Tag für Tag. Zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich Ihnen für Ihr großes Engagement und wünsche Ihnen und den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, frohe und gesegnete Weihnachtstage.